Auch bei der 7. Auflage vom LVZ Fahrradfest können die Teilnehmer wieder zwischen 4 verschiedenen Strecken wählen. Ich habe mich heute für die 20 Kilometer lange Familien- und Einsteigertour entschieden. Bleibt mir nur noch zu sagen, Helm auf und los geht's! 3, 2, 1, gute schon im Auwald angekommen und man kann es sogar noch riechen. Es riecht wunderbar nach Bärlauch. Das Wetter ist ganz toll. Was will man bei so einer Fahrradtour denn noch mehr? Theoretisch könnte man jetzt seine Tour verlängern und noch eine extra Runde um den Kospudener See fahren. Man würde also auf 29 Kilometer kommen. Ich verspüre jetzt aber doch ein bisschen Hunger und Durst und werde jetzt gleich zum Pausenpunkt fahren. Nach knapp der Hälfte der Strecke sind wir jetzt am Pausenpunkt am Kospudener See angekommen und können uns jetzt erstmal wieder kräftig stärken für den Rest der Strecke. Man hätte ja noch die andere Tour nehmen können, die ein bisschen länger noch um den Kossi rum, aber so reicht es für uns. Gut, es macht super Spaß und bei wunderschönem Wetter. Gut gelöst alles. Absperrung war toll und die Wegführung. Wenn es nach Hause so wieder so gut ist, dann freue ich mich. Wie weit seid ihr denn heute schon gefahren? 10 Kilometer. Und macht ganz doll Spaß? Ja, weil es einfach schön ist. Da bin ich auch schon wieder zurück. 20 Kilometer liegen jetzt hinter mir. Mein Fazit: bei dem tollen Wetter ist diese Familientour wirklich absolut empfehlenswert.